Und da geht es jetzt erstmal weiter. Ich bin mal gespannt jetzt hier. Wir haben ja im letzten Part, haben wir ja das Grab schon mal identifiziert. Hier hinten wird ausgehoben, wahrscheinlich für Hans schon. Und wir haben jetzt im Inventar, muss ich mal gucken, wir haben eine Bürste, Kräuter und Brombeersträucher, Münzen, eine Schere, einen Schlüssel, Kerze. Ja, und das Ganze müssen wir jetzt irgendwie in Einklang bringen, möchte ich sagen. Wir müssen irgendwie damit was anfangen können. Und ja, Hans erhofft zu sicher Hilfe von diesem Alexei Tukmonev, wie hieß er? Hier haben wir einen Mammut auf Glas. Gesundheit. Können wir das Pergament jetzt nochmal lesen? Geht das jetzt? Konsultieren das. Ah! Alexei war ein Ordensbruder und mein Freund. Er hat lange Zeit für das Kloster bei den Jokul gelebt, diesem seltsamen Völkerstamm, der die Mammuts der Frühzeit als Götter verehrte. Ich bin alles andere als ein gelehrter Mönch, aber ich habe oft genug zu unserem. Was ist das hier? Heugott? Gebetet, um zu wissen, dass dieser vielerlei Gestalt annehmen kann. Denn die Vorstellungskraft der Menschen, die ihn verehren, ist nahezu unerschöpflich. Dies wird ihnen helfen. Sie finden den Schlüssel im Lichte des Mammut-Auges. Im Lichte des Mammut-Auges finden wir den Schlüssel. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ein Mammut ist. Im Lichte des Mammut-Auges. Da finden wir den Schlüssel. Ja, wir haben ja dieses Mammut aus Glas. Ich möchte es nochmal kurz angucken. Mammut auf Glas. Und hier im Lichte des Mammutauges, das müssen wir wahrscheinlich irgendwo einsetzen. Jetzt mal gucken, ob wir hier bei dem Paternoster hier vorne. Hier können wir auch noch irgendwas gucken. Was für eine Arbeit. Nicht zu fassen. Können. Eine echte Mönchsarbeit. Wir können das irgendwie benutzen. Vielleicht können wir jetzt hier mit der Kerze geht nicht. Die Streichhölzer stecken wir es doch gleich mal an. Bürste, nein. Ja, sonst haben wir nichts dabei, was irgendwie funktionieren könnte. Hier können wir auch noch was gucken. Sie finden den Schlüssel im Lichte des Mammutauges. Für eine Arbeit. Nicht zu fassen. Ja, gut. Ich hab's jetzt nicht so mit Kunst, muss ich ehrlich sagen. Es ist schon schön gemacht. So, wer bist du? Guten Tag, Pater. Grüß Gott, mein Kind. So, fragen wir nochmal über Hans. Können Sie wirklich nichts für Hans tun? Sein Schicksal liegt nicht mehr in unseren Händen. Beten Sie, mein Kind. Für seine Buße. Ja, Da gut. ist nichts, wofür Hans büßen müsste. Seine Fieberreden sind bei Gott nicht die eines frommen Mannes. Ja, das war ja das, was ich gesagt habe. Wenn der da von erschaffenen Automaten, Menschen gleichen Abbilds spricht, dann wird das hier nicht so cool ankommen, denke ich. Aber Hans Vorarlberg hat nicht die geringste Sünde begangen. Die Fantasien, die dieser Unglückselige in seinem Wahn von sich gibt, sind die eines Ketzers. Beten Sie, mein Kind. Beten Sie, um Ihren Freund vor den Feuern der Hölle zu retten. Sie wild gewordener Irrer, Fanatiker. Ich rede mit Hans, ob es Ihnen passt oder nicht. Naja, sie steigert sich da ganz schön rein. Ich meine, immerhin sind Sie hier zu Gast. Ich habe Hans gesprochen. Tatsächlich. Es scheint ihm etwas besser zu gehen. Das ist pure Einbildung, mein Kind. Seine Zeit auf Erden läuft ab. Ich weiß es bestimmt. Er sprach von einem Mönch, der ihm helfen könnte. Ich wüsste nicht, wer, Fräulein Walker. Wirklich nicht. Ein Mönch, der viele Jahre bei den Yukol zugebracht haben soll. Sie kennen doch diesen rätselhaften Eingeborenenstamm im hohen Norden. Ihrem Freund scheint es wirklich ganz schlecht zu gehen. Ich weiß es bestimmt, denn ich habe ihn vergiftet, wird er jetzt gleich noch sagen, wahrscheinlich so. Ja, Alexei. Pater, kennen Sie vielleicht einen gewissen Alexei Tukjanov? Ein ketzerischer Mönch und Narr. Sprechen wir nicht von ihm, meine Tochter. Hans Vorarlberg schien ihn aber für einen bedeutenden Mann zu halten.
Ihr Freund ist nicht mehr ganz bei Sinnen. Könnte ich trotzdem diesen Mann sprechen? Nein, Alexei Tukjanov hat uns schon vor langer Zeit verlassen, Fräulein Walker. Ja, er ist aber immerhin 101 Jahre alt geworden. Verzeihen Sie meine Beharrlichkeit, Pater. Aber wo könnte ich Alexei Tukjanov finden? Es ist wirklich wichtig. Alexei Tukjanov ist tot. Friede seiner Seele, mein Kind. Friede seiner Seele. Na gut, jetzt weiß es hoffentlich endgültig, weil wir haben es ja schon in seinen Grabstein gefunden. Wir müssen unsere Reise unbedingt fortsetzen. Unbedingt. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Herr Vorarlberg ist ja gar nicht in der nötigen Verfassung. Hans Vorarlberg wird seine Reise fortsetzen. Haben Sie mich verstanden? Er ist am Ende seiner Reise angelangt, mein armes Kind. Dagegen sind Sie machtlos. Okay. Und jetzt noch die Yukol. Hans hat mir oft von den Yukol erzählt. Einem rätselhaften Volk im hohen Norden. Ach, das sind degenerierte Wilde. Sie beten Götzen und eitle Götter an und sind für keinerlei Bekehrung zugänglich. Hans hat lange unter ihnen gelebt. Sie sind wie eine zweite Familie für ihn. Ah, ich beschwöre Sie, geben Sie nichts auf den pittoresken Reiz dieser Völker. Ihr einziges Bestreben ist es, sich in einen vermeintlichen Eden in Rohheit und Wollust zu suhlen. Denken Sie daran, wer sich von Gott entfernt, begibt sich in die ewige Verdammnis. Nun, ich glaube, ich habe genug gehört. Ich gehe. Gehen Sie nur und wägen Sie die Folgen Ihrer Taten gut ab. Also Kate ist nicht wirklich empfänglich hier für die Bekehrung. So, hier brauchen wir noch einen Schlüssel für das eine Gatter hier rechts. Und der Schlüssel findet sich im Mammutauge. Jetzt müssen wir nur irgendwo das Mammut finden, in dessen Auge der Schlüssel passt. Dann haben wir ja noch dieses Rätsel mit diesen Kerzen. Also ganz, ganz komisch. Ich gucke jetzt mal, vielleicht können wir das Mammut aus Glas. Wo muss ich? Ach, ich muss hier hin, dann komme ich da hin. Das Mammut aus Glas, vielleicht können wir das irgendwie mit dem Grabstein benutzen. Denn der dicke Mönch, der mit dem leichten Dachschaden, der hat uns ja dieses Pergament gegeben. Und der scheint vielleicht was von diesem Alexei Tukjanov, Tukjanov hieß er, glaube ich, zu wissen. So, und hier haben wir jetzt nochmal das Grab. Alexei Tukjanov, da ist er, 1895 bis 1996, cur sanctus libri absondo me scientia, so. Ja. Vielleicht können wir mit dem Gravedigger hier irgendwas noch besprechen. Bei Kate ist alles echte Mönchsarbeit, ja, da kannst du jetzt hier auch, was weiß ich, hier auch der Baum ist eine echte Mönchsarbeit, wieder hier so tot vor sich hin. Die Wurzeln haben noch hier versucht, irgendwie noch Nährstoffe zu finden, sogar aus dem Boden raus noch so über den Boden gekraucht und dann, ja, ist er dann doch eingegangen. Vielleicht finden wir hier drin was. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es muss in der Bibliothek weitergehen. Irgendwo muss hier das Auge das Mammutauge sein, von dem in dem Pergament geschrieben wurde. Vielleicht hier so ein, aber das ist ja alles eine echte Mönchsarbeit am Ende. Geh mal einen weiter. Auch hier ist wieder so ein, ja, und hier geht es einfach nicht mehr weiter. Also hier sind wir am Ende. Vielleicht tut sich dann hier eine Geheimtür auf, wenn man hier diese Kette in der richtigen Reihenfolge zieht. Ich weiß es nicht. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall das Mammutauge. Wir können ja hier diesen Kronleuchter ringsrum aktivieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Sinn der Sache ist. Und dann haben wir noch eine Kerze und Streichhölzer. Ich denke, die brauchen wir, um in irgendeinen geheimen Gang vorzudringen. So ist meine Theorie erstmal. Den Schlüssel finden Sie im Mammutauge. Das müssen wir irgendwo einsetzen. Ich denke, irgendwo mit einem Fenster, wo man gucken kann. Vielleicht gehen wir nochmal zu Hans gerade. Also wir haben jetzt hier einmal hier die Bibliothek. Dann haben wir hier, und wir haben auch noch diese Bürste. Wir müssen vielleicht irgendwas abbürsten. Irgendwo den Dreck runterkratzen.
Ich bin schon wieder sehr viel am Überlegen, wie es weitergehen könnte. So, hier ist Hans. Vielleicht können wir mit ihm nochmal hier kurz reden, oder? Hans? Nee, mit Hans können wir jetzt gar nicht, aber hier können wir was gucken. So. Hier können wir irgendwas benutzen. Vielleicht können wir jetzt hier dieses... Das ist das Pergament. Nee. Das Mammut auf Glas. Ja, damit können wir einfach nichts machen. Hier müssen wir vielleicht die Medizin zubereiten. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Die Streichholzschachtel. Es fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Was sagst du, wenn ich die Kerze... Es fehlt etwas, um... Wenn ich die Kerze hinstelle, fehlt etwas, um das hier zu betätigen. Wir können auch keine Items, glaube ich, miteinander kombinieren. Und das Mammut auf Glas... Ich möchte mehr... Ach nee, wir können das... So, können wir vielleicht das Dokument jetzt hinlegen. Das geht auch nicht. Okay. Wir können hier das Pergament nochmal lesen. Dies wird Ihnen helfen. Sie finden den Schlüssel im Lichte des Mammutsauges. Des Mammutauges. Vielleicht brauchen wir jetzt eine Art Kerzenständer. Wir haben nur die nackte Kerze und die kann Kate wahrscheinlich nicht hier hinstellen. Und dann können wir durch die Kerze gucken. Weil wir können die bereits vorhandene Kerze wahrscheinlich nicht nehmen. Wie schön, da ist noch eine Bettpfanne. Also hier können wir irgendwie im Lichte des Mammutauges erkennen Sie den Schlüssel. Nur wo finden wir jetzt irgendwas, wo wir eine Kerze reinstellen können? Da hinten war ja der Paternoster da, der Oberpater. Ich gucke jetzt nochmal hier vorne in der Schubkarre vielleicht. Da ist eine Schneeeule. Nee. So, hier ist ja noch er hier mit dem Fenstersturz. Vielleicht können wir hier jetzt noch was mitnehmen. Also hier haben wir ja den Docht. Da können wir dann das Wachs aktivieren. Können wir nochmal machen. Das dampft schon. So, jetzt das hier rein. Zu. Hebel ziehen. Das muss ich nicht machen. Das muss ich nicht machen. Das muss ich nicht machen. Also hier können wir uns nochmal eine Kerze gießen. Sollte die erste nicht genügen. Vielleicht mit dem hier nochmal reden. Das ist der Kurbelmeister. Guten Tag. Naja, winkt ab. Wir können theoretisch aber hier nochmal gehen. Vielleicht finden wir den... Ich darf Hans nicht im Stich lassen. Okay, wir können nicht gehen. Alles klar. Wir müssen also bleiben. So, da haben wir jetzt alles abgegrast. Im Lichte des Mammutauges. Vielleicht, also mit der Bürste... Also was ich mir jetzt noch vorstellen kann, ist, dass wir hier die... Das ist jetzt das Letzte, was mir jetzt einfällt erstmal. Dass wir jetzt hier einfach mal alle Kerzen ziehen. Also alle... Wir können ja hier diese Dinger aktivieren. Und das machen wir jetzt einfach mal. Weil sonst habe ich keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Jetzt mit dem Greifer hier mal... Also es kam mir nur so ermüdend lange vor, weil Kate... In einem Zeitraffer wäre schön. Zeitlupentempo hier die einzelnen Hebel zieht. Aber. Und wir sehen es auch von oben hier. Vielleicht fangen wir einfach mal hier an und ziehen mal überall, wo ein Tisch steht. Aber vielleicht müssen wir wirklich alle aktivieren, weil es ist so. Aber wir machen das mal. Und entweder geht dann unten eine Luke auf und wir fallen runter oder... Ich habe keine Ahnung. Alexei Tukyonev. Also bevor ich die letzte Kerze ziehe, speichere ich aber nochmal kurz.
Das definitiv. Ich weiß nicht, ob man im Siberia 1 sterben konnte. Aber ich erinnere mich an meine alten Point-and-Click-Adventures und da konnte man sterben. Soll es das wirklich sein? Sieht man hier alle? Der Schlüssel finden sie im Auge des Mammuts. Da komme ich immer noch nicht. Also es ist klar, dass das gläserne Mammut gemeint ist. Und dass man da wahrscheinlich durchschauen muss. Oder man reflektiert es an die Wand. Irgendwas in dieser Richtung. So. Noch ist nichts passiert. Noch 3 Kerzen ziehen. Man muss auch nicht eine unbestimmte Anzahl Kerzen ziehen, sonst hätte sich schon längst zurückgesetzt. Das heißt, irgendwas wird jetzt passieren, wenn wir jetzt die letzte Kerze ziehen. Und speichern kann ich auch... Ach doch. Nee, speichern kann ich auch nicht. Das heißt... Gut, Stoß. Und es passiert nichts. Alle Kerzen brennen. Wir müssen tatsächlich irgendeine Kombination einstellen, die uns noch nicht bekannt ist. Okay. Na gut, das heißt, hier geht es nicht weiter. Da unten in der Halle können wir nichts machen. Hier können wir nichts einsammeln. Ja, nur der Stab für die Kerzen. Sonst findet hier ja nur eine echte Mönchsarbeit statt. Lichte des Mammutauges. Ja, mir fällt sonst wirklich nichts ein. Vielleicht ist hier dieser... Da waren wir ja überall schon. Wir gehen nochmal... Nochmal hier rein. Mit dem Alten kann man ja nicht mehr reden. Können wir mit denen hier reden? Psst. Okay, geht auch nicht. Ist wieder ein Flüsterer. Ich mag es nicht, wenn da ein Flüsterer ist. Der flüstert. Yamanai. Okay, der flüstert, wenn man diesen Bildschirm hier betritt. Das finde ich ein bisschen strange. Warum flüstert hier einer? Und hier geht's. Nichts zu machen. Abgeschlossen. Hier ist abgeschlossen. Hier geht's erstmal nicht weiter. Dieser Flüsterer. Warum flüstert der? Gehen wir nochmal. Mal gucken, ob er nochmal flüstert. Jetzt flüstert er nicht mehr. Hat er ausgeflüstert. So. Also da waren wir. Da können wir ja nur noch mit dem Ollen da reden. So, hier haben wir nur noch... Mit dem Schlitten ins Tal geht auch nicht. Also mit dem Sarg als Schlitten ins Tal geht auch nicht, weil wir dürfen Hans nicht alleine lassen. Das heißt, es muss hier irgendwo... Muss es weitergehen. Ich habe noch keinen Plan, wie, was, wo. Da findet ja nur eine echte Mönchsarbeit statt. Puh, recht steil. Aber mit einem Schlitten könnte man es nach unten schaffen. Okay, mit einem Schlitten könnte diesen man... Sarg bekomme ich Beim Sarg bekommst du Gänsehaut, das haben wir alles schon gehört. Das ist echte Mönchsarbeit. Hier ist Grabstein. Und der hilft uns absolut nicht weiter gerade. Vielleicht können wir hier die Kerze irgendwie, aber wir können auch hier nichts benutzen. Ich leuchte hier mal hier das Mammutauge. Sanctus Libri Absondomesiencia. Nein, keine Ahnung. 1895, 1996. Da könnte es. Ich kann da jetzt gerade auch nichts mit anfangen. Hans hilft uns da auch nicht weiter. Wie auch, der liegt ja sterbend quasi da. So, mit dem. Kerze können wir keine mehr produzieren. Jetzt flüstert es gleich wieder.
Das sind wahrscheinlich hier die Tuschler, die da hinten in der Ecke sind. Also irgendwie muss es jetzt hier. Gehen wir nochmal gucken. Vielleicht kann man jetzt hier nochmal. Hier diese Bilder. Echte Mönchsarbeit. Und der hat sein Buch mit der Sonne und. Ja. Das Ganze haben wir hier drüben nochmal. Jetzt gehen wir hier nochmal zum Vater Abraham. Guten Tag, Pater. Grüß Gott. Grüß Gott, mein Kind. Wir können nochmal reden. Hans war durchaus bei Sinn, als er sagte, dieser mysteriöse Mönch könne ihm helfen. Er fantasiert nicht. Ich beschwöre Sie. Schenken Sie den Ausschweifungen eines totgeweihten Greises keine Beachtung. Er erfindet Geschichten, um seine nichtige Hoffnung auf Vergebung nicht zu verlieren. Was denn für eine nichtige Hoffnung? Es ist mir gleich, wer diese Jukol sind und woran sie glauben. Ich bin sicher, sie können Hans dabei helfen, seinen Traum zu verwirklichen. Nur das zählt. Oh, ich bete zum Himmel, dass dieses vermaledeite Volk nicht mehr existieren möge. Alkohol und Windpocken sind hierzulande oft die Instrumente des reinigen Zorns des Allmächtigen. Alkohol und Windpocken. Ich glaube, ich habe genug gehört. Ich gehe. Gehen Sie nur und wägen Sie die Folgen Ihrer Taten gut ab. Nun gut, also hier geht es nicht weiter. Hier können wir nur nochmal mit dem... Guten Tag, Papa. Grüß Gott. Können wir noch? Nee. So, wir können jetzt nicht mehr reden mit dem. Ich muss jetzt leider kurz die Aufnahme unterbrechen, weil mein Mikrofonstativ hier am Abkacken ist. Ich habe mir auch schon ein neues bestellt, aber ich werde kurz unterbrechen, dann geht's gleich weiter. Trotzdem speichere ich.